Aber ich verstehe, was du zu fragen versuchst. Ja, die leichte Mehrheit der glaffatischen Orlaner hat ein Waldfell. Da ich mit einem Auenfell aufwuchs, hielt man mich für schwächer als die anderen Gleichartigen. The Huntmaster of my tribe only chose apprentices from the forested kin, or rather wild Orlans, as they're called amongst slave-owning bigots, as well as bigots too broke to own slaves. Der Jagdmeister meines Stammes wählte nur Lehrlinge unter den Waldbewohnern aus. Oder vielmehr, Hevarias räuspert sich höhnisch, wilde Orlaner, wie sie unter sklavenbesitzenden Frömmlern genannt werden. Auch unter den Frömmlern, die kein Geld für Sklaven haben. I grew up in Erglanfoth, specifically in and around Thane Bog. My people, the Fisher Crane Tribe, are migrant stewards of the land. I've walked the whole of Glanfoth many times. Ich wuchs in Erglanfoth auf, genauer gesagt in und um den Tainsumpf. Meine Leute, die Fischer, der Fischerkreisstamm, sind nomadische Verwalter des Landes. Ich bin schon viele Male an jedem Ort in Erglanfoth gewesen. What would you like to know? Was möchtest du wissen? Ja, ein anderer Zeitpunkt. Hevarias zuckt mit den Achseln, dein Pech. Okay, mehr sagt uns Hevarias gerade nicht, oder? Oh. What is it about Delumgon that gets my tree trunk blooming? My logic tells me that they don't have any good poke holes and probably kill you after copulation. Still. Was hat in Delumgon ist es wohl, das meinen Stamm zum Spießen bringt? Meine Logik sagt mir eigentlich, dass sie keine saftigen Löcher haben, um einen wahrscheinlich nach der Kopulation um und einen wahrscheinlich nach der Kopulation umbringt. Trotzdem. Sie schmeicheln den Augen. Yes, indeed. Oh, I once saw one bathing. I was so startled, I forgot I was in my spirit form. So I think my come hither gestures had a few too many talents to be inviting. I'm probably lucky events transpired as they did. Delumgon are best seen and not touched. Ja, in der Tat, sagte er leise und langsam. Einmal sah ich eine Baden. Ich war so überrascht, dass ich meine Gestaltwandlerform vergaß. Deshalb wurden meine einladenden Gesten wohl von ein paar Krallen zu viel begleitet. Wahrscheinlich hatte ich Glück, dass es also gekommen ist. Den im Ganzen immer besser nur anschaulich anfassen. Need something? Brauchst du etwas? Er fragt dich mit einer erhobenen Augenbraue. Erzähl mir was über ihr Glanfahrt. Was halten die Glanfantaner vom Dürwart und seiner Bevölkerung? Hevarias spuckt aus. Fremdländische Plünderer, besessen mit Reichtümern und Wein. Mögen ihre Eingeweide von dessen den Geschwüren verstopft werden, und zwar alle. Während er sich an seinem Ohrstummel kratzt, bleibt seine Stimmweite im Falten. Nicht, dass du ihn mir einem neutralen Gesprächspartner hättest. Wenn ich wie so häufig ein unausstehliches Kind war, sagten mir meine Eltern, Dürrwalder würden mich im jetzigen und im nächsten Leben versklaven, wenn ich mich nicht benehme. Da ich mich jetzt aber in ihren Landen befinde, werde ich im Sinne der akademischen Gerechtigkeit zugeben, dass ich schon ein paar mehrere anständige, kaum fanatische Dürrwälder getroffen habe. Er schaut misstrauisch und verschränkt die Arme, aber mein Verdacht, dass sie alle Säufer sind, hat sich als durch und durch wahr herausgestellt. Ich frage mich, welche große Wunder sie vollbringen könnten, wenn sie alle nüchtern würden. I grew up in Erglanfoth, specifically in and around Thane Bog. My people, what would you like to know? Ja, und dann kommen wir wieder dahin. Need something? Need something? Können wir über die Mitglieder unserer Gruppe sprechen? Curious about your compatriots? Whom in particular? Hevarias kommt dir näher und dir sehr nah und spricht mit leiser Stimme. Dein Gefährten stimmt dich neugierig? Wer besonders? Was? Eder steht nicht zum Ein zur Aus. Was meinst du zu Valegina? Her zeal is sincere, and I can tell you she's destined to die on her feet. And she's easy on the eyes. Can't fatten a thoroughbred, that's what I always say. I just wonder if she has a cloaca or not. Ooh, the curiosity is killing me. Sie zeigt aufrichtigen Eifer, und ich kann dir sagen, dass sie dazu bestimmt ist, auf ihren Füßen zu sterben. Außerdem schmeichelt sie den Augen. Ein Flohblut wird nicht dick, sag ich immer. Mit fast flüsternder Stimme sagt er schließlich, ich frage mich, ob sie wohl eine Kloake hat. Meine Neugier bringt mich fast um. Kloake? Yeah, cloaca. It's a combination feces chute and happy slot. Birds usually have these hybrid holes, and I figure she might too. What? Don't look at me like that. Ja, eine Kloake, eine Kombination aus Kotrutsche und wohl ekelhaft. Vögel haben solche Mehrzwecklöcher normalerweise, und ich dachte mir, dass sie vielleicht auch
Was schaust du mich so an? We can speak another time. Lead the way. Wir können uns ein anderes Mal unterhalten. Zeig mir den Weg. Need something? Komm, jetzt Need gehen wir something? Den Holzweg zu Ende. Curious about your compatriots? Ja, was sagst du zu Alof? Him I don't mind too much. Though I could pitch a tent with the pole wedged up his anus. I could smell something funny on him. Two cents? Not quite. Well, whatever it is, take note of his mood swings. I don't think he's unstable. I just think he has a lot going on up there. Ihn, um ihn kümmere ich mich nicht allzu sehr, obwohl ich ihm mit der Stange in seinem Anus ein Zelt aufstellen könnte. Die Maria Schnaube wischt sich mit einem Ärmel über die Nase. Ich kann etwas Merkwürdiges an ihm riechen. Zwei Düfte, nicht ganz. Naja, egal. Was es ist, behalte seine Stimmungsschwankungen im Auge. Ich glaube nicht, dass er instabil ist. Ich denke nur, dass in seinem Oberstübchen viel los ist. Sagadi, welchen Eindruck hast du? Sie steht leicht, wenn wir outdoors. Which is more than I could say for the rest of you. They do things differently where she's from. But she knows her way around the woods almost as well as I do. Almost. Wenn wir im Freien unterwegs sind, ist sie an und für sich recht leicht für sie unterwegs. Was ich vom Rest von euch nicht gerade behaupten kann. Da wo sie herkommt, laufen die Dinge anders als... Aber sie kennt sich in den Wäldern trotzdem fast so gut aus wie ich. Fast. Irgendwelche Gedanken zu Kanna? Oh, I think I could fit three of me, plus a remainder of a fourth Horavius inside that giant. Gods, am I glad he's friendly. And between you and me, he has a better singing voice than the prettiest lasses I know from my tribe. It's one part unsettling, two parts arousing. And it makes me wish I still had both ears. Okay, jetzt flüstert er aber. Ich glaube, in diesem Riesen würden drei von mir und der Rest eines vierten Hivarias reinpassen. Bei den Göttern, was bin ich froh, dass er nett ist. Bevor er fortfährt, kichert die Varez kratzig an seinem Ohrstummel. Und nur unter uns beiden. Seine Singstimme ist schöner als die der meisten, als die der schönsten Mädchen meines Stammes. Das ist einerseits verstörend, andererseits umso erregender. Und es lässt mich wünschen, ich hätte noch beide Ohren. Die trauernde Mutter, was denkst du über sie? Oh, right. The peasant woman that's been traveling with us? Wer? Deine Frage lässt ihn mehrere Sekunden lang ein... völlig verwirrtes Gesicht machen. Ach richtig, die Bauersfrau, die mit uns reist. I guess I haven't kept a close eye on her. Not sure what to say. She seems harmless enough, but she must be a glutton for trouble if she's traveling with us. She'd probably be safer on her own. Er zog mir den Achseln. Ich habe sie wohl nicht genau beobachtet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie scheint mir ziemlich harmlos zu sein. Aber wenn sie mit uns reist, dann muss sie es auf Ärger abgesehen haben. Alleine wäre sie wahrscheinlich sicherer. Erzähl mir deine Gedanken über Duels. Oh. Love at first sight. It's like WoW carved an ever-changing gash in his brain, and every hour he's a different flavor of angry. Durance makes me feel like I'm the sane one. He smells like fear in the mornings and rage in the afternoons. I'm keeping my eye on him. He's a laugh, but he might someday be a problem. Ivarias lächelt. Lieber auf den ersten Blick. Es ist gar so, als hätte sich Rael eine sich immer zu wandelnde Wunde ins Hirn geschlagen und ist deshalb jede Stunde auf eine andere Art wütend. Er kratzt seinen Augapfel und kichert live. Duels gibt mir das Gefühl, geistig gesund zu sein. Am Morgen riecht er nach Angst, am Nachmittag nach Wut. Ich behalte ihn im Auge. Er ist lächerlich, aber eines Tages könnte er zum Problem werden. Das ist im Augenblick alles. Lass uns die Reise fortsetzen. Wir können uns ein anderes Mal unterhalten. Zeige mir den Weg. Hat sich hier an Hivarias Quest was geändert? Nö. Hat sie was Neues zu sagen? Ich hätte noch Fragen an dich. Lass deinen Verstand für dich sprechen. Ich werde mehr als nur die Worte hören. Was ist das, was du an deinem Handgelenk trägst? Sie streckt ihre Hände aus, wobei die kleine Glocke an ihren Handgelenken läuten. So wie es in ihren Erinnerungen taten. Die aus weißem Adra bestehenden Glocken sind das Werk eines meisterhaften Handwerkers. Sie sind mit winzigen, geflochtenen Haarzöpfen unterschiedlicher Farben um die Handgelenke der trauernden Mutter gewickelt. Weiß, schwarz, braun, blond, alle Farben sind vertreten. Du fühlst dich, als ob du sie das erste Mal bemerken würdest. Wenn du die Geburtsglocken neugeboren gegeben hast, weshalb trägst du dann jetzt selbst welche? There was no child to carry it. Es gab kein Kind, das sie hätte tragen können. Plötzlich ertönt in deinem Bewusstsein ein krächzender Schrei und du siehst sie plötzlich zusammenzucken, als hätte sie einen Schlag gehalten. Sie hebt die Hand und du siehst die Glocken, die daran hängen, doch sie klingen nicht, als sie sich bewegten. In deiner Erinnerung sahen sie wie Knochen aus.
und darum, die Bürde hunderter Tode zu tragen. Ich weiß, Wächterin. Es geht um die Hohlgeburten, nicht wahr? The Hollowborn. Die Hohlgeburten, diese... Dieselbe Kühle, die du vorhin schon gespürt hast, ist jetzt stärker, als würde sie an deinen Füßen hinaufsteigen, zu deinen Knöcheln. Du spürst den plötzlichen Drang zurückzuweichen, wie vor einer unangenehmen Erinnerung. The Hollowborn have a future. They can be saved, and the Tell spoke of such. Die Hohlgeborenen haben eine Zukunft, sie können gerettet werden, und davon sprachen die Prophezeiungen. Wir wissen nicht, ob das wahr ist oder ob sie überhaupt gerettet werden können. Woher willst du das wissen? Hast du die Zukunft gesehen? They can be saved. They must be saved. You have seen the beauty in childbirth. What good came into the world there on the plateau? You helped me recall it. It is a memory we shared. It is the truth. Sie können gerettet werden. Sie müssen gerettet werden. Du hast die Schönheit der Niederkunft gesehen, welches Gute da auf dem Plateau in die Welt kam. Du hast mich daran zu erinnern. Es ist eine Erinnerung, die wir teilten. Es ist die Wahrheit. In der Erinnerung verbargst du die Glocken an deinem Handgelenk vor der Mutter. Warum? Es geht nicht darum, was sie verbarg, sondern was sie sah. Sie konnte es nicht erfahren. Die trauernde Mutter kneift ihre Augen zusammen und legt sich die Hände auf die Ohren. Keine Ausflüchte mehr. Was ist wirklich bei der Geburtsglocke geschehen? Was genau würdest du denn als wirklich ansehen, Wächterin? Die Wahrheit, wie man sie erfuhr und sich an sie erinnerte, oder diejenige, die ausbrannte, nur um wie Asche einer Feuerstelle unter dem Teppich gekehrt und gegessen zu werden. Ich glaube, die erlebte Wahrheit, an die man sich erinnerte, war wirklicher. Was geschehen ist, das zählt. Es zu vergessen nimmt ihm nichts an Wirklichkeit. Ich würde mal für das Zweite nehmen. And how much of your own life has been lost to the error of memory? How many loves and betrayals were colored with the false hues of emotion? A pity to wonder how much of your own life happened the way you recall. Und wie viel deines eigenen Lebens ist durch fehlerhafte Erinnerungen verloren gegangen? Wie viele Liebschaften und Verrate bekamen den falschen Anstrich der Gefühle? Wie schade, dass man sich fragen muss, wie viel deines eigenen Lebens so geschehen ist, wie du dich daran erinnerst. Okay, wir können nicht nochmal danach fragen. Also doch können wir. Aber dann kommt nicht mehr diese andere Frage. Das ist dann alles. Okay. I'm here. Sei auf der Hut, Estrabor. Der Kompass der Führung mag vertrauensselig sein. Ich bin es nicht. Ich suche nach dem Jela-Tempel. Er liegt jenseits der Lordschaftschaft auf einem Berg, aber die Gläubigen sind geflohen und die Priester Castor und Owen bleiben allein in Altlied zurück. Okay. Also nochmal nach Ulmenkap. Jäger, Keiler, Gefährte, Krieger, Krieger. Eigentlich dachte ich ja wirklich, dass hier... Du hast wahrscheinlich auch keinen Singvogel, oder? Nee. Hail, Estremor. Und hier ist eigentlich nur die Halle der Krieger. Der blutige Sand kann's nicht sein.
Die beiden werden mir auch nichts zu Hivarius sagen, oder? Ich habe Fragen. Nein, haben wir nicht. Okay. Oh, hier sind aber noch Pflänzchen.